Gibt es eigentlich bei den Königinnen und bei den Hoheiten einen Farbcode in Brandenburg? Also beim Rinderzuchtverband, bei der Milchkönigin sollte das Kleid blau und lang sein. Das ist schon im Farbcode vorgegeben. Bei den anderen ist es, glaube ich, unterschiedlich. Die Brala ist ja ein großes Ereignis hier in Brandenburg. Sie haben schon eine Amtszeit hinter sich. Was war so das schönste Ereignis in dieser Zeit? Ja, die Brala letztes Jahr, es war die erste Brala nach Corona und die Leute waren glücklich, wieder draußen zu sein. Das Wetter war gut, das war einfach eine super schöne Atmosphäre. Jetzt sind Sie neu gewählte Milchkönigin von Brandenburg. Was denken Sie, was erwartet Sie in dieser Zeit? Also ich erwarte erst bei mir von dieser Zeit sehr viele schöne Gespräche mit interessanten Leuten. Man kommt ja doch ziemlich viel rum. Ich muss auch sagen, heute ist ja mein erster Tag und auch heute hat man schon sehr viel kennengelernt, sehr viel, man wird auch ja sehr viel rumgezeigt, sag ich mal. Und ich erhoffe mir auch von der Zeit, wie gesagt, viele schöne Gespräche, auch gute viele Einblicke in neue Themen. Genau, ich denke, das erwartet mich auch. Wie haben Sie sich auf die Zeit als Milchkönigin vorbereitet? Tatsächlich gar nicht. Also man ist ja quasi so, wie man ist. Und ich glaube, das ist auch das Beste. Wenn man sich bewirbt, dann hat man ja selbst schon einen persönlichen Standpunkt, den man auch vertritt. Und ich vertrete eben mit meinem Amt und möchte damit auch vertreten, erstmal das Produkt Milch zu repräsentieren und letztendlich auch für die Milchviehbetriebe und die Milchproduktion einzustehen. Und ich denke, das ist die beste Vorbereitung, sein eigener Standpunkt. Im Vorfeld, auch schon während der Grünen Woche, Diskussionen, dass Hoheiten, junge Frauen, die ihr Bundesland vertreten, auch in den sozialen Medien angegriffen werden. Haben Sie sowas auch erlebt? Nee, ich persönlich habe das nicht erlebt und ich finde gut, dass junge Frauen das machen oder auch junge Männer. Und durch diese Robe bekommt man die Aufmerksamkeit und kann dann mit dem Fachwissen, was alle diese Produktköniginnen ja haben, dann glänzen und hat halt schneller Aufmerksamkeit und kann dann sein Wissen besser teilen.